einen Vortrag von dem Kollegen Patrick Rudolph von 1972. Viele kennen seinen Blog bestimmt, seine Videos, Podcasts, YouTube-Videos, Workshops und so weiter und so weiter. Und heute präsentierst du hier im Namen von VTEC. VTEC steht da drüben, der Stand, wo Sie fährt Manfrotto dran lesen, wenn Sie fragen, wer ist VTEC? Die machen so Dinge wie Manfrotto, National Geographic, glaube ich, auch mittlerweile, Nastolite, Love Pro und so weiter und so weiter. Alles. Ein Konsortium von alles. Fotosortiment. Und der Patrick erzählt heute was zum Thema Reisefotografie, das leichte Equipment für unterwegs. 25 Minuten bestimmt, spaßige Geschichten. Viel Spaß Ihnen dabei. Ja, moin zusammen, ich freue mich hier zu sein. Wie halt immer so das Problem ist, wenn man einen neuen Vortrag macht, weiß man nie so genau, wie lange der dauert. Also ich weiß nicht, ob ich mit den 25 Minuten hinkomme, aber wir probieren es einfach mal. Die Ankündigung von dem Vortrag war leider nicht so hundertprozentig richtig. Es geht nicht nur um das leichte Reiseequipment, sondern ich dachte mir, ich rede nicht die ganze Zeit über Equipment, sondern ich erzähle mal ein bisschen was, ich gebe mal ein paar Tipps zur Reisefotografie. Ja, aber da das die Weitek Group und Manfrotto, da die das natürlich so ein bisschen unterstützen, werden wir am Ende auch noch so ein bisschen, machen wir noch so ein bisschen Tech-Talk hinten dran, ja? Ich dachte mir, ich habe einfach mal so ein paar etwas unkonventionelle Tipps für die Reisefotografie mitgebracht. Das ist nicht nur speziell Fotografie, sondern funktioniert auch für Leute, die generell reisen wollen und die ein bisschen mehr sehen möchten. Fangen wir doch einfach an. Mein erster Tipp ist, finde einen Einheimischen. Such dir einen Local. Und dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor 3 Jahren das erste Mal auf Kuba. Wir sind damals in Varadero gelandet. Wer Varadero kennt, der weiß, Varadero ist nicht Kuba. Das ist eher so wie Mallorca. Das sind Bettenburgen, ja, da sind halt lauter All-Inclusive-Hotels. Wir sind dann von Varadero nach Havanna gefahren mit einem Mietwagen. Der Tag fing an mit einer Reifenpanne. Das ist also genau das, was man im Urlaub so gebrauchen kann. Ja, du fährst los, bist noch keine 24 Stunden auf Kuba, hast erstmal einen Plattfuß. Waren wir völlig bedient. Glücklicherweise haben uns ein paar Einheimische geholfen. Das hat ungefähr 10 Minuten gedauert und dann haben die uns für 15 Euro umgerechnet, haben die uns den Reifen geflickt. Da war ich schon mal ganz happy. Das ist aber nicht die eigentliche Geschichte. Weiter ging es dann, als wir nach Havanna gefahren sind. Und naja, wer schon mal auf Kuba war, der weiß, dass das da halt mit GPS alles nicht so ganz einfach ist. Mittlerweile geht es schon besser, aber vor ein paar Jahren hat da Google Maps auch nicht richtig funktioniert. Aber wenn natürlich so ein Anfänger wie ich nach Kuba kommt, der halt denkt, ja, machst du Google Maps einfach, da findest du schon überall hin. Das hat natürlich nicht funktioniert. Wir haben uns verfahren, sind irgendwann in so einen Kreisverkehr reingefahren. Ein Riesending irgendwie mit 6 Ausfahrten. Und irgendwann hatten wir sogar Probleme, die Himmelsrichtung noch zuzuordnen. Wir sind also irgendwie durch den Kreisverkehr raus, umgedreht, wieder rein in den Kreisverkehr, 2-mal in der Runde gefahren. Und plötzlich fährt neben uns so ein Moped mit 2 Kubanern da hinten drauf. Solche Hünen, also wirklich solche Schränke. Und der eine, der deutet die ganze Zeit, oh, fahr ran, fahr ran, fahr ran. Und ich sage, oh, was machst du denn jetzt, ne? Auf der einen Seite da dachte ich mir, na, kannst du jetzt nicht einfach ihn ignorieren und weiterfahren. Auf der anderen Seite sah der jetzt auch nicht so aus, als ob man unbedingt anhalten will. Ja, und was macht mein Freund, der gefahren ist? Er fährt rechts ran und lässt meine Scheibe runter. Na, ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser etwas düster aussehende Mann hat dann gefragt, wo wir hinwollen und hat uns dann erklärt, wie wir nach Havanna kommen. Glücklicherweise sprach er ein bisschen Englisch, aber auch nicht so perfekt. Und irgendwann sagte er nur, ja, setz dich mal nach hinten. Gab seinem Freund seinen Helm, der ist mit dem Moped weg und er ist bei uns ins Auto eingestiegen. Und dann saß er da. Und ich hinten auf dem Rücksitz mit irgendwie Kamera-Equipment für zigtausend Euro. Was ist natürlich der erste Gedanke? Ja. Der erste Gedanke ist, das geht gleich irgendwie hier nächste Straße rechts rein, da wartet die ganze Gang und dann bist du das ganze Zeug los. Ja? Genau das Gegenteil war der Fall. Der hat ein paar Telefonate gemacht, hat uns dann gefragt, was wollt ihr denn machen? Hat uns dann auf der Fahrt nach Havanna erzählt, ja, er hätte sich jetzt freigenommen, er hat seinem Chef Bescheid gesagt, er würde uns jetzt Havanna zeigen heute den ganzen Tag. So ein guter Deutscher ist natürlich erstmal skeptisch. Ja, weil meistens kommt da ja noch was hinterher.
Und dann hat er aber gefragt, Mensch, was wollt ihr denn sehen? Und wir natürlich so, ja, Zigarrenfabrik. Und dann hört man ja von diesen Zigarrendreherinnen, die dann aus der Zeitung vorgelesen bekommen. Ja, solche Geschichten, sowas wollten wir sehen. Ja, und er, Omar heißt er übrigens, was macht er? Fährt mit uns also in so eine Wohngegend. Ja, da sind wir dann also durch den Hinterhof. Ja, dann in so eine, zu so einer Privatfamilie, da hat Mutti uns erstmal einen Kaffee gemacht. Übrigens einer der besten Kaffees, die ich je getrunken habe. Sie stand da also wirklich mit Kippe im Hals. Also wirklich so eine Privatwohnung. Also wir waren noch keine 24 Stunden auf Kuba. Ja, und dann landen wir da und sitzen dann plötzlich in so einem Privatwohnzimmer, wo dann uns plötzlich erzählt wird, es gibt hier garantiert nur Original-Havanna-Zigarren. Ja, wir haben dann natürlich auch erstmal eine Probe bekommen. Ja, dann gab es ja erstmal so ein Pröbchen, dann durften wir erstmal eine Probe-Zigarre rauchen. Und dann konnten wir sagen, was wir gerne haben möchten. Und ja, wir müssten am nächsten Tag dann wiederkommen, dann wäre die Bestellung da. Und ich sage, hey, Omar, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Das ist doch irgendwie legal. Nee, das ist der Privatanteil, den jeder Arbeiter in einer Zigarrenfabrik für sich haben darf. Glaubst du natürlich erstmal, ne? Glaubst du erstmal? Ja, am nächsten Tag waren wir wieder da und da lagen dann natürlich auch gleich die Zigarren auf dem Tisch. Das Problem war, wir wollten eigentlich gar keine Zigarren kaufen. Ich bin kein Zigarrenraucher, also die 5 Zigarren, die ich bisher geraucht habe, die kannst du an einer Hand abzählen. Naja, und dann ging das natürlich los mit dem ganzen Verhandeln und hin und her. Er wollte dann irgendwie für eine Kiste Zigarren wollte er 100 Euro haben oder 100 Kuk. Das ist ja die lokale Währung. Der Einfachheit halber kann man die 1:1 umrechnen. Man fühlt sich dann ja so ein bisschen verpflichtet, was zu kaufen. Ne? Vor allem, wenn man in so einer Privatwohnung ist, wo man ja auch nicht weiß, ob man da wieder rauskommt. Mein Kumpel, der mit war, seines Zeichens Autoverkäufer, fing dann an zu handeln. Der wollte 100 haben für eine Kiste. Und sagte Alex, nee, für 100 nehmen wir alle. 4 Kisten. Also pro Person darf man, ich glaube, 50 Zigarren darf man mitnehmen. Eine Kiste sind 25 Zigarren. Und ich denke, oh Gott. Jetzt handelt er den da irgendwie auf, weiß ich nicht wie viel, runter. Letztendlich haben wir dann gesagt, komm, pack ein, nehmen wir mit. Später habe ich erfahren, dass wir immer noch viel zu viel bezahlt haben und dass das Zeug natürlich alles nicht legal war. Was mich aber zum nächsten Punkt bringt, beim Souvenirkauf zählt die Geschichte. Ich meine mal ganz ehrlich, was habe ich davon, wenn ich in einen regulären Zigarrenladen gehe, wenn ich ganz regulär auch die echten Havannas kaufe, die natürlich viel teurer sind, die wahrscheinlich auch besser sind, keine Ahnung, aber das, was wir da erlebt haben mit dem Herrn, mit Omar, das hätten wir niemals in einem regulären Laden erlebt. Die Krönung von der ganzen Geschichte ist, der Omar, der hat hinterher 3 Tage mit uns verbracht. Der ist 3 Tage mit uns durch Havanna gezogen, hat uns die Stadt gezeigt und auch unheimlich viele private Einblicke. Ja, und das waren dann unsere Souvenirs. Ne? Also das rechts war der vermeintliche Zigarrenhändler. so lief er da rum. Das Problem ist natürlich, wie gesagt, so ein Deutscher mit so einer gesunden Skepsis, der denkt natürlich erstmal ein bisschen negativ. Herzensgute Menschen. Natürlich wollen die alle ihren Schnitt machen und natürlich wollen die irgendwie durch Zigarrenverkauf mehr verdienen, als die Zigarren eigentlich wert sind. Aber hey, mein Gott, was sind denn für uns 50 Euro, wenn wir so eine Geschichte erleben? Ja, das kannst du doch gar nicht bezahlen. Wir sind dann mit ihm weitergefahren. Wir sind ja noch beim Thema Souvenirkauf. Wenn du nach Havanna fährst, fährst du immer wieder an so einem Stadion vorbei. Du siehst halt von der Straße, siehst du immer diese große Flagge mit dem Che Guevara drauf. Und ich finde diese ganze Geschichte von der kubanischen Revolution finde ich super spannend. Und ich sage, Omar, können wir in das Stadion rein? Und Omar, ja, Telefon in die Hand, ne, zack, zack, zack. Und naja, Viertelstunde später waren wir unten in den Katakomben von diesem Stadion.
wo halt irgendwelche Kampfsportler privat trainiert haben. Wir konnten da fotografieren, wir konnten da tun und lassen, was wir wollten. Die wollten da kein Geld für haben. Wir konnten uns in dem ganzen Stadion bewegen, wie wir wollten. Also das war phänomenal. Wir haben dann ein paar von den Sportlern kennengelernt. Ja, also da, der ganz links ist auch irgendein Meister. Also irgendwie irgendwas mit Olympia, keine Ahnung. Und was uns aber aufgefallen ist, die rannten halt alle oder viele rannten da halt so mit irgendwie so blauen Sportklamotten rum. Und ich sag, Omar, wo gibt's diese Klamotten? Ja? Moment. Ja? Und dann haute er wieder jemanden an. Und wieder ein paar Minuten später standen wir also unter dem Stadion in irgendwelchen Katakomben, wo dann halt einer, ich weiß nicht, Trainer, Sportler, keine Ahnung, was der war, auf jeden Fall hatte er einen Haufen von diesen Klamotten, was also auch die offizielle Ausstattung der kubanischen National- oder Olympiamannschaft ist. Ja, und dann haben wir da irgendwie für, weiß ich nicht, für 50 oder 100 Euro haben wir dann Sportklamotten gekauft, die ich übrigens bis heute habe. Exzellente Qualität, also irgendwie, ich glaube Puma oder irgend so ein anderer, ich glaube Puma war das. Also wirklich eine Top-Qualität. Der Punkt an der Geschichte ist, was soll ich denn mit so einem blöden Havanna-Hut, den ich mir in irgendeiner Einkaufsstraße von irgendeinem Händler kaufe, was garantiert kubanische Kunst aus China ist oder so, wenn ich im Gegensatz solche Souvenirs mit so einer Story bekomme. Und das ist halt so mein Tipp, wenn ihr Souvenirs kauft, kauft sie irgendwie von den lokalen Leuten, kauft von den Leuten etwas, mit denen ihr was erlebt habt. Denkt auch gar nicht so sehr darüber nach, ob ihr dieses eine Souvenir jetzt wirklich brauchen könnt. Ja, viel wichtiger ist es doch, dass man denen ein bisschen was Gutes tut. Und was ich immer sage, das Geilste ist doch die Erinnerung. Ja, also die Erinnerung an so ein Erlebnis, also da wirklich in diesen Katakomben, wo wir dieses Zeug gekauft haben, das ist, wir haben da abends noch zusammengesessen bei einer Flasche rum und konnten es gar nicht fassen. Nächster Tipp. Wenn alle sagen, es ist gerade keine Reisezeit, dann ist Reisezeit. Ja, das hört man ja immer. Gerade so Kuba. September, Taifunsaison. Ja, im September, also so, ich glaube so August bis November oder so ist da so ein bisschen die heiße Zeit. Und da kann das auch schon mal richtig zur Sache gehen. Das Schöne an der Geschichte ist, es ist verhältnismäßig leer. Selbst eine Stadt wie Havanna, die also wirklich in der Altstadt, die im Zentrum auch relativ voll ist, ist leerer. Die Restaurants sind leerer. Und durch diese Leere bekommt man natürlich auch viel mehr Kontakt zu den Einheimischen. Die freuen sich natürlich über die wenigen, die da sind. Ja, wir waren zum Beispiel hier in Vinales, das halbe Tal überschwemmt, kaum jemand da. Im Restaurant waren wir teilweise ganz alleine, haben tolle Kontakte gemacht, tolle Gespräche geführt. Ja, aus fotografischer Sicht finde ich so einen kleinen Tropensturm ja fast spannender als immer nur so schön Wetterbilder, ne? Also wenn es mal so ein bisschen rumt. Man darf das allerdings auch nicht komplett unterschätzen, weil Havanna liegt auch gerne mal so richtig unter Wasser. Ne? Also da ist, man kann auch wirklich Pech haben, aber ich persönlich finde halt das antizyklische Reisen, finde ich persönlich halt viel, viel schöner. Also wir haben da wirklich auch, wir waren dann auf Tabakplantagen unterwegs, die Leute waren herzlich, die haben uns eingeladen und vor allem die hatten Zeit. Die hatten richtig viel Zeit. Also guckt in den Kalender, guckt, wann Reisezeit ist und fahrt einfach einen anderen Monat. Ja? Außerdem ist es natürlich dann auch rein hier preislich gesehen, ist es natürlich auch attraktiv. Ne? Also gerade, ich kann das nicht für andere Länder sagen, aber ich weiß, also gerade Kuba ist schon ganz attraktiv außerhalb der heißen Reisezeit. Ja? Ja, und wenn man dann auf Reisen ist, wenn man dann in so einem Land ist, da macht man ja gerne den Fehler, dass man sich so richtig vollpackt, weil man ja alles sehen möchte. Man ist 10 Tage da, 14 Tage da und dann möchte man auch gleich eine Rundreise machen. Man will gleich die komplette Insel sehen. Und ich halte es da so ein bisschen wie Harald Junke. Ja?
Am besten keine Termine und immer leicht einen sitzen. Wir haben eigentlich nie Pläne gemacht. Wir haben nie mehrere Tage im Voraus geplant. Wir haben auch, also wenn ich eine Woche oder 10 Tage auf Kuba bin, dann bleibe ich in Havanna. Dann will ich nicht, ich will nicht die ganze Insel sehen. Ich mache Tagestouren. Ja? Aber ich finde nichts schöner, als mich treiben zu lassen, kein Ziel zu haben. Wir sind zum Beispiel ein bisschen durch die Gegend gefahren, hier nach Vinales, sind dann auf so einer Tabakplantage gelandet und haben da einfach angehalten. Hinterher waren wir, ich glaube, wir waren den halben Tag nur auf dieser Tabakplantage. Der Bauer, der hat uns dann eingeladen, hat uns dann natürlich auch seine ganze Plantage gezeigt, also hier in dieses Tabakhaus, da konnten wir rein. Ja, es war also alles sehr, sehr privat. Und hinterher saßen wir dann sogar hier in seiner Küche, wo er dann von Hand für uns ein paar Zigarren gerollt hat. Das Problem an der Geschichte ist, aus Höflichkeit muss man die dann auch rauchen. Ja, und so eine frisch gedrehte, von Hand gerollte Zigarre, die hinterlässt halt auch eine ganze Menge Zeug im Mund. Ja, die ist halt, die fusselt halt so ein bisschen. Wenn man die raucht, hat man auf jeden Fall am nächsten Tag auch noch was davon. Ja. Aber es ist einfach von dem, was man erlebt, ist es großartig. In Havanna selbst haben wir Menschen kennengelernt, indem wir uns einfach auf die Straße gesetzt haben oder wir sind einfach durch die Straßen gezogen. Wir haben dann auch geguckt, dass wir nicht in großen Hotels wohnen, sondern nach Möglichkeit in Wohngegenden. Also meistens irgendwie Airbnb oder sowas. Er hier zum Beispiel saß jeden Tag auf der Straße und hat da Gitarre gespielt. Wir haben da unheimlich tollen Kontakt zu den Leuten bekommen, auch einen privaten Kontakt. Ja, glücklicherweise hatten wir einen dabei, der Spanisch spricht. Ich spreche gar kein Spanisch, also das ist tatsächlich eine Hürde. Ja, und er hat uns nachher also auch mit in seine, ja, Wohnung wäre, glaube ich, etwas übertrieben, aber in sein Haus, seine Behausung genommen. Und also ich persönlich finde es viel, viel spannender, so etwas zu sehen, so einen Einblick zu bekommen und diesen direkten Kontakt zu diesen Leuten, als wenn ich jetzt, sag ich mal, einfach nach einem gewissen Plan abarbeite. Also das ist so ein bisschen so das, was ich sage. Und das bringt mich eigentlich auch gleich zu dem nächsten Tipp. Meide, was im Reiseführer steht. Ja, was machen denn alle Pauschaltouristen, die in... Es muss ja jetzt nicht nur Kuba sein, das können ja auch andere Länder sein. Sie kaufen sich natürlich alle einen Reiseführer. Diese Reiseführer, die sind ja auch nicht schlecht. Die sind ja auch teilweise sehr gut recherchiert. Die sind toll aufbereitet. Das Problem ist nur, da geht jeder hin. Ja? Wenn da natürlich eine Sehenswürdigkeit ist, da wird dann dir natürlich erzählt, da oben, da steht irgendwo so eine Christusstatue, da hast du einen tollen Ausblick über Havanna. Ja, und dann fährst du da hin und stellst dann fest, da sind auch schon 3 Reisebusse vor dir angekommen. Ja? Im Endeffekt ist das Ganze natürlich ein bisschen gekoppelt mit diesem Tipp, sich jemanden lokal vor Ort zu suchen. Weil, wenn du noch nie da warst, was machst du? Du weißt ja nicht, wohin. Ne? Und wir hatten halt das große Glück, über den Omar sind wir halt, da sind wir da erstmal Fisch kaufen gegangen. Er sagt, wir kaufen Fisch. Ja, das sah alles andere aus, als wir kaufen Fisch. Ging also in den Hinterhof, in so einen kleinen Verschlag. Da kam dann dieser nette Herr an, machte seine Kühltruhe auf und hat uns erstmal irgendwie 15 von diesen Fischen, ich weiß gar nicht mehr genau, was das für ein Fisch ist, wenn sich da jemand auskennt, dann hat er uns noch irgendwie 6 Hummer oder so dazu verkauft und das Ganze hat uns letztendlich 30, 40 Euro gekostet. Ja, was haben wir damit gemacht? Was soll ich mit 15 Fischen und 6 Hummern? Also sind wir... hat Omar einen Freund angerufen und gesagt, ich habe hier so ein paar blöde Touristen dabei und die haben Lust, mal kubanisch ein bisschen zu feiern. Also sind wir dahin, haben die Fische mitgebracht, ein bisschen Bier eingepackt und sind einfach zu Leuten privat nach Hause. Und das ist einfach etwas, was ich persönlich, was mir richtig viel gibt, Menschen privat zu treffen. Wir sind also hier, das ist quasi das Wohnzimmer, in dem wir uns befunden haben. Die Kinder waren dabei, wir haben mit den Kindern gespielt. Wir konnten natürlich auch fotografieren ganz anders. Es ist zum Beispiel so, in der Innenstadt von Havanna ist es so, wenn du da ein Foto machst, die kommen gleich an, hier, $1, $1.
Ja, die sind natürlich schon darauf konditioniert, dass man den Touristen irgendwie ein bisschen Geld abnehmen kann. Ich persönlich finde das nicht schlimm, jemandem Geld zu geben. Ich finde es, was ich aber nicht gut finde, ist, wenn das zu einer Selbstverständlichkeit wird. Also wenn man sagt, ja, wenn die sich zum Beispiel irgendwie ein Kostüm anziehen, Havanna-Hut auf, dicke Zigarre im Mund, sich dann in die Einkaufsstraße stellen und dann gegen Geld fotografieren lassen. Das ist halt für mich nicht authentisch. Mir geht es da nicht um den ein oder zwei Dollar, die ich da gebe. Das finde ich nicht weiter schlimm. Ja, das ist die Oma, 100 Jahre alt, die hat für uns den Fisch gekocht. Ja, also phänomenal. Ich weiß nicht, ob sie wirklich 100 ist. Ich habe das Gefühl, dass jeden älteren Menschen auf Kuba, den man trifft, dass er dir erzählt, dass er 100 Jahre alt ist. Also ich habe nämlich an einem Tag 200-Jährige getroffen und da bin ich irgendwann... Aber egal, eine herzensgute Frau, überglücklich und vor allem, was mich halt auch wirklich fasziniert hat, wir haben eine Palette Bier mitgebracht. Was ist für uns eine Palette Dosenbier? Ja, was kostet uns das? 20 Euro, 30 Euro, keine Ahnung. Für den Kubaner ist es ein absoluter Luxus, wenn er an einem Abend zwei Bier trinken kann. Ein Bier kostet da auch über den Daumen 1 Euro so. Ja, und wenn man dann überlegt, Durchschnittseinkommen ist 50 Euro im Monat. Na? Ja, wir haben halt bis in die Nacht hinein Salsa getanzt. Also beziehungsweise ich habe die Fotos von den Salsa-Tanzenden gemacht. Ne? Mein Kumpel, der mit war, ist hinterher mit der Oma auf dem Sofa gelandet, die ihn dann gefüttert hat. Ein Erlebnis, unglaublich, also wirklich unbeschreiblich. Nächste Story, nächster Tipp. Investiert ins Reisen und nicht ins Equipment. Ich war mit einem anderen Freund in Namibia letztes Jahr. Und ich wollte gerne zu den Himba. Die Himba sind eins der letzten halbnomadischen Völker, die also auch wirklich noch in so Lehmhütten leben. Und bei meiner Art von Fotografie dreht sich halt immer sehr viel um den Menschen. Also wollte ich unbedingt zu diesen Himba. Das Problem war, wir hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit. Wir waren insgesamt nur 10 Tage in Namibia und 10 Tage ist für Namibia echt sportlich. Also haben wir überlegt, was machen wir? Ja, dann chartern wir einfach ein Flugzeug. Das sollte dann 3.000 Euro kosten für einen Flug von anderthalb oder 2 Stunden. Wir haben dann wirklich die Zähne zusammengebissen. Das Gute war, das ging durch zwei. Haben das dann gemacht, sind dann irgendwie mit so einer Cessna aus den 80er Jahren, sind wir da hochgeflogen. Sind dann wirklich hier, ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Landebahn ist. Also es war halt so eine plattgewalzte Piste. Wo auch noch quasi quer ein Flussbett drüber lief. Der Pilot sagte hinterher beim Start, als wir wieder flogen, das kann sein, dass ich nachher, dass das ein bisschen holpert oder dass wir da in diesem Flussbett stecken bleiben. Dann müssen wir nochmal versuchen. Das ist auch genau das, was man hören will. Ne? Wahrscheinlich hat er auch einfach ein bisschen übertrieben, aber gut, wir sind letztendlich da wirklich ganz oben im Norden gelandet. Verirren sich auch ganz wenige Touristen hin. Namibia ist ja ein Land, was schon sehr gut erschlossen ist. Also Namibia lässt sich gut bereisen. Man sagt ja auch, Namibia ist weißes Afrika. Tolles Land, aber wenn man so ein bisschen die Ursprünglichkeit haben will. Und wir sind dann da oben bei den Himba gewesen. Die leben wirklich noch in diesen Hütten. Da muss man sich dann beim Dorfältesten anmelden. Man bringt auch Gastgeschenke mit. Wir hatten natürlich einen Guide dabei, also es ist immer gut, auch da wieder lokal jemanden zu haben, der einen da so ein bisschen einführt. Und wir haben dann da wirklich einen ganzen Tag mit diesen Himba verbracht. Wir sind dann hinterher noch, ist auch Himba, sind dann hinterher noch in einem kleinen Nachbardorf gewesen. Das sind jetzt nicht die Himba, das ist ein kleines Dorf, das nennt sich Epupa. Da haben wir auch mit den Menschen direkt Zeit verbracht. Da ist fast kein Tourismus. Ja? Und das war ein Erlebnis, das war so unglaublich, alleine diese Menschen zu treffen, die uns dann natürlich auch sehr nah an sich rangelassen haben. Da haben wir hinterher gesagt, wie können wir nur so doof sein, darüber nachzudenken, dass uns das 1.500 Euro kostet, wo man an anderer Stelle in Foto-Equipment irgendwie mindestens das Gleiche steckt. Und dann hinterher sage ich, ja, nee, jetzt ist das Geld aus. Jetzt fotografiere ich ein paar Sonnenblümchen im Garten. Also,
für mich persönlich ist halt ein wichtiger Tipp, ruhig ins Reisen investieren. So, was ich dann auch immer sage, vergesst die Selfies nicht. Ja, Selfies sind ja ein bisschen in Verruf geraten. Ne, die Leute übertreiben es ja auch wirklich ein bisschen. Es gibt ja heute also wirklich mediale Inkontinenz, wo die Leute also wirklich alles über sich erzählen. Aber Fotos sind Erinnerungen. Und für mich persönlich, wenn ich jetzt heute mir so ein Foto angucke, wo wir da auf Kuba waren, ja, oder hier in Namibia mit den Buschleuten, der Omar, den ich mittlerweile, zu dem haben wir eine Freundschaft aufgebaut, ich habe ihn schon wieder gesehen, dieses Jahr fahren wir wieder hin. Diese Bilder, die haben einfach einen unglaublichen Wert für mich. Das hier, da haben wir mit seinem Bruder zusammen auf der Straße, haben wir Rum aus Plastikbechern getrunken. Ja, das ist für mich persönlich als Erinnerung, es ist so wichtig und deshalb sage ich immer, vergesst diese verdammten Selfies nicht. Und was, ich habe das große Glück, dass ich ganz oft auch jemanden dabei habe, also irgendwie mit einem Freund, einem anderen Fotografen. Und was ich halt immer ganz toll finde, ist, wenn man sich gegenseitig ein bisschen fotografiert. Ich bin eigentlich nicht so, dass ich immer sage, ich muss hier vor die Kamera springen, ne? Aber das ist einfach ganz toll. Ich merke jetzt gerade, die Zeit läuft mir ein bisschen davon, deshalb klicke ich hier mal ein bisschen schneller durch. Ja, das sind dann so Erinnerungsbilder. Ja, wir hatten kein Tele dabei, da mussten wir mit dem Handy bis zu dem Nashorn vor. Es war ein zahmes. Also, ja. Zum Abschluss des Vortrages würde ich ganz gerne auch noch mal was zum Reiseequipment erzählen, weil das war ja letztendlich der Vortrag, der angekündigt war. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass ich das jetzt ein bisschen komprimiere. Für mich ist Reisen, beim Reisen ist wichtig, dass ich leicht unterwegs bin. Ich bin heute hier für Weitek und für Manfrotto. Ich bin aber eigentlich ein Stativmuffel. Der Punkt ist aber, für diese ganzen Selfies, für die Videos, die wir drehen, egal was, leichte Stative. Ich habe eigentlich immer entweder so Taschenstativ dabei, dann gibt es diese Gorilla-Pots. Übrigens, die Gorilla-Pots sind nichts für Leute mit einem inneren Monk, ne? Wenn man den Arm einmal verdreht hat, kriegt man nie wieder gerade. Also wer da so einen Tick hat, wo alles gerade sein muss, ja. Aber die sind großartig, um überall etwas zu befestigen. Für mich ist aber ganz wichtig, dass ich das alles in eine Tasche bekomme. Ja, mit so einer Cessna, da darfst du 10 Kilo inklusive Unterhosen und Zahnpasta mitnehmen. Das muss alles zusammenpassen. Und das ist letztendlich mein Reiseequipment. Ich nehme brennweitentechnisch, nehme ich meistens was mit, was weitwinkliger ist. Ich nehme was mit, was so 50 mm hat. Das sind so meine Bereiche. Ich bin gar nicht so derjenige, der viel mit Tele arbeitet. Aber das ist Geschmackssache. Ich denke, wer viel Tierfotografie macht, für den sind natürlich andere Brennweiten relevanter. Ich habe meistens 2 Kameras dabei, 3, 4 Objektive, meistens 1, 2 Stative für diese ganze Filmerei, Selfies und so weiter. Und das war's dann letztendlich. Klar, natürlich Kleinkram, Speicherkarten, Akkus und so weiter, aber das weiß ja jeder. Aber letztendlich reicht das aus, weil ich finde halt, wenn man diese Dinge zuvor beherzigt, gerade dieses einen Local zu treffen, dann reicht das vollkommen aus an Equipment. Ich danke euch vielmals.